Ja, kommen wir zu einer kleinen Auditkunde. Also die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten und Formen von Audits. Zunächst einmal geht es ja in diesem Kurs um interne Audits. Es muss also auch ein Gegenstück geben, nämlich die externen Audits. Interne Audits sind, wie eingangs schon gesagt, ja im Wesentlichen Audits, die Sie für sich selber machen, während externe Audits durch jemand anderes durchgeführt werden. Beispiele für externe Audits wären etwa das Zertifizierungsaudit, wo eine Zertifizierungsstelle Ihr Managementsystem prüft und als Ergebnis dieser Prüfung Ihnen dann ein Zertifikat erteilt oder, wenn das Zertifizierungsaudit schlecht läuft, eben auch nicht. Ein anderes Beispiel für ein externes Audit wäre ein Lieferantenaudit, was von einem Kunden durchgeführt wird, der damit das Managementsystem seines Lieferanten prüfen will. Hier, wie gesagt, reden wir vom internen Audit, also der Selbstprüfung Ihres Managementsystems. Und auch da kann man unterscheiden zwischen verschiedenen Auditarten und verschiedenen Auditformen. Bei Auditarten geht es zunächst einmal um den Unterschied zwischen planmäßigen und außerplanmäßigen internen Audits. Planmäßige interne Audits sind all die internen Audits, die Sie in Ihrem Auditprogramm im Vorhinein festgelegt haben. Daneben gibt es aber die Möglichkeit, zum Beispiel anlassbezogen, also irgendwo ist etwas passiert oder ein neues Thema taucht auf, auch außerplanmäßige interne Audits durchzuführen. Neben dem Unterschied zwischen diesen beiden Auditarten wird noch unterschieden zwischen verschiedenen Formen internen Audits. Bei den Auditformen steht vor allem der Schwerpunkt des Prüfgegenstands im Vordergrund. Wir unterscheiden nämlich vor allem zwischen Systemaudit und Prozessaudit. Bei einem Systemaudit steht die Funktionsfähigkeit des Managementsystems als Ganzes im Vordergrund. Bei einem Prozessaudit steht das Funktionieren und die Leistung eines Prozesses oder mehrerer Prozesse im Vordergrund. Ein Systemaudit wird man typischerweise durchführen, wenn das Managementsystem neu ist. Dann sind ja die Prozesse noch nicht so lange in Kraft, als dass man wirklich sinnvoll die Prozessleistung schon auditieren könnte. Man will sich aber zum Beispiel vor dem ersten Zertifizierungsaudit vergewissern, dass das Managementsystem, das man nun aufgebaut hat, tatsächlich der zugrunde liegenden Norm oder den zugrunde liegenden Normen entspricht. Je reifer das Managementsystem wird, und diesen Zusammenhang sehen Sie in diesem Bild, desto erprobter ist natürlich Ihr Managementsystem und desto geringer wird der Anteil des Systemaudits am internen Audit. Denn wenn beispielsweise Ihre Unternehmenspolitik einmal als normkonform befunden ist und sich weder die Politik noch die Norm geändert hat, noch das Unternehmen, dann besteht ja kein Anlass, immer wieder die Normkonformität dieser Politik zu prüfen. Stattdessen füllt man dann die verbleibende Zeit mit Prozessaudits auf. Und es geht also, je reifer ein System wird, immer stärker darum, die Leistungsfähigkeit der Unternehmensprozesse auf den Prüfstand zu stellen. Das Systemaudit wird dabei nie ganz wegfallen, denn es ist ja immer möglich, dass zum Beispiel bei Änderungen des Managementsystems die Normkonformität gefährdet wird. Deswegen wird das sozusagen in einem unteren Bereich immer weiter Gegenstand des internen Audits sein. Ein internes Audit bei einem typischen, reiferen Managementsystem setzt sich also immer aus einem Anteil Systemaudit, Prüfung der Normkonformität und Funktionsfähigkeit des Systems, und einem Prozessaudit, Prüfung der Sinnhaftigkeit und Leistungsfähigkeit der Unternehmensprozesse zusammen. Dazu kommen dann womöglich weitere Auditformen, etwa im Qualitätsmanagementsystem das Produktaudit, wo dann die Konformität eines Produktes mit den Anforderungen im Vordergrund stehen.
Oder das kann etwa im Umwelt- oder Arbeitsschutzmanagementsystem auch ein Compliance-Audit sein, wo die Erfüllung der rechtlichen Anforderungen auditiert wird. Ja, all diese verschiedenen Auditformen zusammen machen typischerweise das interne Audit aus, wobei sie den Anteil etwa eines System- und eines Prozessaudits typischerweise gar nicht beziffern und auch nicht bezeichnen. Aber Sie sollten auf jeden Fall diesen Unterschied kennen.